Moin, Jörg hier. Herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut jetzt in der kuriosen Phase, die wir hier alle durchmachen mit Corona. Dachte ich mir, ich mache ein kleines spontanes Video. Bin ich auch ein bisschen zu animiert worden oder inspiriert worden, besser gesagt, aber dazu gleich mehr. Erstmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Ist natürlich schon, naja, sehr besorgniserregend, alles schließt im Moment und mir geht's gut, meiner Familie geht's auch gut und ich kann ganz normal arbeiten. Also momentan ist die Versorgung, was Agrokalprodukte angeht, absolut gewährleistet. Allerdings, es ist schon, ihr hamstert schon ganz schön, das muss ich sagen. Also wir haben unglaublich viel zu tun im Moment, aber wir hoffen, dass wir auch alles jetzt rauskriegen, dass der Handel beliefert ist. Unser Online-Shop läuft ganz normal weiter und solange DPD hier meine Pakete abholt und zu euch bringt, ist eigentlich alles okay. Weshalb jetzt ein Video? Der Dominik, wie ihr seht, ist nicht da. Ich bin hier alleine bei mir in der Firma. Ist wie gesagt ein spontanes Video. Mit Dominik treffen wir mich dann auch wieder und wir machen diese Nitrat- und Stickstoff-Reihe weiter. Das geht weiter mit Teil 3. Heute ist allerdings, so ein kleines, ich nenne es mal Corona-Überbrückungsvideo. Inspiriert wurde ich da von einem anderen YouTuber aus einer eigentlich ganz anderen Branche, aus dem Bereich Bushcraft und Wald, Outdoor, so in diese Richtung. Der heißt Ben, das ist ein Forstwissenschaftler, der so ein bisschen den Erklärbär macht rund um alle Themen, die mit Wald und Forstwirtschaft zu tun hat oder Forstwissenschaft dann auch zu tun haben. Und der hat gestern oder vorgestern, ich werde das Video auch unten verlinken in der Infobox, auch so eine kleine Reihe gestartet für all diejenigen, die jetzt in Quarantäne zu Hause sind, die möglicherweise tatsächlich erkrankt sind zu Hause, die aber vielleicht auch einfach aus welchen Gründen auch immer in dem Risikobereich sind und deswegen zu Hause bleiben müssen, dass wir YouTube alle so ein bisschen füllen können. Dachte ich, schließe ich mich da an und mache ein Corona-Quarantäne-Überbrückungsvideo. Und ich versuche das vielleicht die nächsten Tage zu machen. Das wird dann eher so ein bisschen Vlogging-Stil werden, ohne dass ich jetzt groß Themen vorbereite. Was wir jetzt, Dominik und ich, in dem letzten Teil 2 zum Nitrat- und Stickstoffthema gemacht haben, war die Gestaltung so ein bisschen anzusprechen als mögliche Ursache langfristig für den Aufbau stickstoffhaltiger Depots. Und ich muss zugeben, Gestaltung ist für mich eigentlich so ein Lieblingsthema, also mit Lieblingsthema. Klar, Technik und Beleuchtung, Beströmung sind interessante Sachen, aber ich glaube, letzten Endes ist so die Gestaltung, also die typische Dekoration für ein Aquarium, das, was, was das Becken nachher dann auch ausmacht, abgesehen mal von dem Tierbesatz oder auch dem Korallenbesatz. Und ich glaube auch wiederum, dass es das ist, was es für einen Betrachter interessant macht, der eigentlich mit der Aquaristik nichts zu tun hat. Den interessiert es ja nicht, was da für einen Eiweißabschäumer läuft und was für eine Beleuchtung über dem Becken hängt, sondern der schaut ins Becken und will das bewundert das Riff in seiner Gestalt und Natur. Und deswegen heute so ein kleines, unvorbereitetes Video zu dem Thema. Da kann man natürlich sehr viel drüber erzählen und ich habe auch zum Beispiel in den Sangokai-Empfehlungen A bis Z ein ganzes Kapitel über Gestaltung von Riff-Aquarien bis hin dann auch zu einem Vortrag, der auf dem YouTube-Kanal, auf dem Sangokai-YouTube-Kanal auch noch anzuschauen ist zu dem Thema. Und ich sag mal so, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren doch einen gewissen Wandel irgendwo festgestellt, was die Auswahl an Gestaltungsmaterial angeht. Früher, das hatten wir auch in dem Nitrat-Stickstoff-Thema, im Berliner System war Lebendgestein mehr oder weniger eine Vorgabe und zu der Zeit, also Ende der 80er und dann auch der 90er Jahre bis in die 2000er rein, war eigentlich auch im Handel Lebendgestein überall verfügbar. Also Lebendgestein war schon immer, weil es eben tote Korallen sind, die aus der Natur entnommen werden. Es war immer eine CITES-Pflicht dahinter. Das hat sich bis heute nicht geändert. Allerdings haben sich auch die Richtlinien, was die CITES-Vergabe angeht, doch deutlich verschärft. Also heute muss man unter Umständen relativ lange auf einen Import warten, je nachdem, wo der dann auch herkommt. Und das macht die Aquarien oder die Planung des Aquarienstarts natürlich relativ schwierig. Das war früher durchaus auch so. Ich erinnere mich an einige Kunden früher, als ich noch im Einzelhandel war,
die sich extra eine Woche Urlaub genommen haben, um das Becken zu starten. Und dann fährst du zum Händler und dann sagt er, nee, ist gerade alle. Also gibt auch keinen Termin. Und dann standst du natürlich ganz doof vor, hast alles fertig, hast dein Wasser angesetzt. Wie gesagt, hast Urlaub genommen möglicherweise und dann hapert es oder scheitert das ganze Projekt eben daran. Und was halt dann aber gleichzeitig auch so in diesen 2000er Jahren, ich sag mal vor 10 Jahren angefangen hat, war, dass es künstlichere Gestaltungsmaterialien gab, ne? Also vor allem Keramik. Und dadurch waren wir so ein bisschen, naja, wie sagt man, ein bisschen unabhängiger, was diese Planung anging. Allerdings hat es auch vor allem funktionelle Vorteile. Da will ich nachher auch ein bisschen näher drauf eingehen, nochmal kurz bei den Lehmgesteinen bleiben. Also das Berliner System war ganz klassisch eigentlich die Nachfolge von einem von einer Art Riff-Aquaristik oder Meerwasser-Aquaristik, die in den 70er, 80er Jahren betrieben wurde, die vor allem, ich kannte das noch als jugoslawisches Lochgestein oder auch teilweise Lavagestein, also die darauf beruhte oder basierte. Die meisten Riffgestaltungen waren eben aus Totenmaterial. Und dann hat man eigentlich das Lebendgestein so als eierlegende Wollmilchsau entdeckt, ne? Also man hat auf der einen Seite natürlich ein natürliches Gestaltungsmaterial, was direkt aus der Natur kommt, also auch aus den Biotopen kommt, die wir im Aquarium nur noch haben wollen oder die wir da pflegen wollen. Und wir hatten dann auch gleichzeitig Bakterien, Mikroorganismen, Aufwuchsorganismen mit drin, bis hin eben dann halt auch zu Korallen, die da drauf gewachsen sind, Anemonen, ob das jetzt Zoanthus waren oder Scheibenanemonen, auch höhere Algen, die auch damals in den 80er Jahren auch noch gerne gepflegt wurden, waren drauf. Und dann dachte man, okay, das ist das perfekte Material, was wir nehmen können. Es ist natürlich, es kommt aus dem gleichen Biotop. Und damit hat man im Prinzip so, ne, mit einer Fliegenklappe relativ viele Fliegen getroffen, ne? Also das hat sich dann im Berliner System eben über bestimmt 10 Jahre, 15 Jahre so etabliert, dass Riff-Aquarien dann mit Lebendgestein betrieben wurden. Und es hat sich, wie gesagt, damit vor allem geändert, dass es CITES-Beschränkungen oder zumindest strengere Bestimmungen dazu gab und es nicht immer verfügbar war, vor allem in einer guten Qualität. Gleichzeitig, das war für mich dann aber auch immer ein wichtiger Punkt, gleichzeitig gab es dann die ersten Keramiken. Und da war der große Vorteil, dass man das, was man als Unterbau bezeichnet, dann aus totem künstlichem Material gestalten konnte. Und man hat sozusagen nur noch Lebendgestein im Abschlussbereich verwendet. Also Abschlussbereich bedeutet lichtexponiert, strömungsexponiert. Und das sind meiner Meinung nach bis heute wesentliche Kriterien, die man bei der Pflege von lebenden Steinen auch erfüllen muss. Klar, man kann das natürlich auch für den Unterbau verwenden, das wurde auch im Berliner System immer so gemacht. Allerdings ist klar, im Unterbau kommt kein Licht hin, die Strömung kommt meistens nicht dahin. Das heißt, es wird auch ein großer Anteil der Organismen, die wir eigentlich ja dann auch mit dem Lebendgestein einbringen und auch pflegen wollen, genau in dem Bereich absterben langfristig. Und das erzeugt wieder Depots und das erzeugt auch wieder vor allem dann Strömungsprobleme, wenn man mit Lebendgestein ziemlich üppig arbeiten musste, um eben stabiles Riff hinzubekommen. Das hatte ich auch eben im letzten Teil oder im Teil 2 dieser Nitrat-Stickstoffreihe erklärt, dass wir möglichst luftig bauen sollten, vor allem eben um eine lockere Raumstruktur zu erzeugen, damit sich die Strömung ausbreiten kann und wir wiederum Depots auch kontrollieren können, beziehungsweise das Aufbauen von Depots kontrollieren können. Und das war früher nicht gegeben. Da hat man eigentlich von der Basis aus möglichst viel Lebendgestein reingebracht, also Basis im Becken von vorne bis hoch, dann an die Rückwand gestapelt. Und damit war eigentlich ein ordentliches Strömungskonzept kaum möglich, zumindest nicht nach heutigen Kriterien. Und da kam, wie gesagt, das künstliche Gestaltungsmaterial ran oder zum Einsatz, was ich wirklich super fand. Man konnte musste auf deutlich weniger Lebendgestein zurückgreifen, konnte wiederum mit fertigen Keramikmodulen zum Beispiel dann auch ganz interessante Riffstrukturen gestalten, für die man vorher immens viel Aufwand betreiben musste, also so, ne, was die Zusammenstellung von Steinen anging, dann vor allem auch die Fixierung von bestimmten Steinen, wenn wir jetzt an Überhänge denken oder auch an Riffschluchten oder Höhlen, was auch immer. Und das war erheblich einfacher. Und vor allem musste man sich dann auch keine Gedanken mehr machen, dass im Unterbau irgendwas abstirbt, was eben
was eben auf den Stein schon drauf sitzt, wie bei den Lebendgesteinen. Das war halt bei der Keramik dann einfach nicht mehr der Fall. Und das Konzept hat sich bis heute wirklich gut durchgesetzt, bis hin zu Aquarien, die schon seit Jahren komplett ohne Lebendgestein auskommen. Es gibt definitiv Aquarianer, also auch professionelle Aquarianer und auch bestimmte Systeme, die nach wie vor auf Lebendgestein setzen. Das ist auch völlig legitim, das kann jeder für sich bestimmen, wie er möchte. Ich für meinen Teil versuche eigentlich auf Lebendgestein komplett zu verzichten. Das ist eine gewisse Vorgabe, die ich für mich zumindest gesetzt habe. Es ist definitiv möglich. Man muss natürlich die Aquarienpflege dahin ein bisschen anpassen, gerade was Nährstoffversorgung angeht am Anfang, weil die ist definitiv notwendig bei einem Material, was komplett nährstofffrei daherkommt. Aber ansonsten haben wir, was Form angeht, was Materialien angeht und auch was Optik angeht, so viel Auswahl, dass viele Aquarianer eigentlich auch mittlerweile genau den gleichen Weg gehen und die Aquarien so einrichten, also ohne Lebendgestein. Und allenfalls dann auch, wie ich es eben gesagt habe, nur noch so im Abschlussbereich damit arbeiten. Da will ich gleich auch noch auf ein Thema eingehen, was im Nitrat-Stickstoff Teil 3 auch kommen wird. Das nehme ich schon mal so ein bisschen vorweg. Ich denke mal, das Video hier werde ich relativ schnell hochladen können, vor Erscheinen des dritten Teils. Da geht es eben um Lebendgestein-Refugien. Das ist eine Möglichkeit, Lebendgestein tatsächlich zu pflegen, dass es auch lange überlebt. Wenn man Lebendgestein einfach mal als Organismus darstellt, und das sollte man tatsächlich tun. Das sind nicht einfach nur Steine, sondern das ist ein sehr hohes, sehr wertvolles Material. Wie gesagt, sind Naturentnahmen, da muss man entsprechend auch gut und vorsichtig mit umgehen und eben gewisse Pflegeansprüche definieren. Ich persönlich arbeite ganz gerne mit Real Reef Rocks. Ich werde hier natürlich auch Werbung einblenden. Ich bin von keiner Firma gesponsert, bezahlt oder irgendwas. Viele Kunden fragen mich trotzdem meistens, was benutzt du für Materialien, welches kannst du empfehlen, womit hast du gute Erfahrung? Und Real Reef Rocks sind wiederum vom Aufbau her sehr naturnah. Also angefangen hat das mit Brocken, die in natürlich Meerwasser kultiviert wurden. Und das Sortiment wurde erweitert um Platten und um Äste, also tatsächlich natürliche Form, während wir dann auch zum Beispiel bei Keramiken ganz verschiedene und ich sage jetzt auch mal synthetische Form angeboten bekommen, die im ersten Moment eigentlich unnatürlich wirken. Aber das hat einen gewissen Grund, dass das so ist. Ich betrachte oft einen Parameter, den ich als Expositionsfläche bezeichne, insbesondere für den Einsteiger als ganz wichtig, dass man sagt, wenn man eine Gestaltung ins Aquarium bringt, dann sollte man, wie gesagt, vor allem als Einsteiger möglichst einfach Korallen darauf befestigen können. Und das ist bei horizontalen Flächen definitiv einfacher als bei vertikalen Flächen. Und viele Keramiken sind auch so gebaut oder so strukturiert, dass man eine relativ große Fläche als sogenannte, ich bezeichne das so, spezifische Expositionsfläche angeboten bekommt, wo man eben zum Beispiel auf horizontalen Flächen Korallen drauf ablegen kann. Es gibt auch Keramiken, da muss ich zugeben, verstehe ich manchmal auch den Sinn nicht so ganz dahinter, da bekommt man eher so Schornsteine, die so ziemlich einfach nur geradeaus nach oben rausragen. Da ist vielleicht oben dann so eine kleine Platte drauf, aber ansonsten sind das hauptsächlich vertikale Flächen. Das bedeutet jetzt nicht, dass das grundsätzlich verboten wäre oder dass man damit grundsätzlich Schwierigkeiten hätte. Das nenne ich wiederum unspezifische Expositionsfläche, die ist also licht- und strömungsexponiert. Da kann also theoretisch eine Koralle wachsen, da kann natürlich auch eine Alge und eine Cyanobakterie wachsen. Also weil es eben licht- und strömungsexponiert ist, wird sich da irgendwas hinsiedeln. Und wenn man als Einsteiger eben halt nicht so praktische Erfahrungen hat, wie viele alte Hasen, dann ist man unter anderem damit oder unter Umständen damit überfordert, so eine Koralle an eine vertikale Fläche zu bekommen. Ne? Ob man das mit Kleber versucht oder mit Mörtel oder mit Kabelbindern, was auch immer, ist einfach nicht so einfach. Und da finde ich wiederum, kann man sich solche künstlichen Materialien ganz gut, gerade als Einsteiger, herannehmen, damit man einen relativ einfachen Beckenstart hat, ne? Wo man möglicherweise tatsächlich mit 3, 4 Modulen ein Aquarium komplett einrichten kann. Man muss da nicht groß planen. Meistens bekommt man auch bei den Herstellern von den Keramiken oder von künstlichen Gestaltungsmaterialien auch noch Tipps. Da wird vielleicht sogar schon in der Firma vorgearbeitet, dass man die Beckenmaße durchgibt und man schildert so ein bisschen, was man machen möchte. Und dann werden einem die fertigen Module zusammengestellt, verschickt und damit hat man eigentlich einen super easy Start. Das finde ich immer gut. Als Einsteiger muss man sich da erstmal dann keine Gedanken drum machen.
Und dann sind die meisten Gestaltungsmaterialien heute tatsächlich auch zum Beispiel auf Stelzen gebaut. Das war auch super, dass das irgendwann gemacht wurde, einfach weil man dadurch einen super guten Rückfluss der Strömung hat. Die Pumpen, die bringen erstmal natürlich aktiv Strömung ins Becken rein. Irgendwann wird eine Glasscheibe natürlich dann im Weg sein. Das Wasser wird sich da brechen und wird zurückfließen. Und wenn das durch eine Gestaltung erfolgt, dann ist das natürlich immer viel besser, gerade was Mulmbildung oder Depotbildung angeht, als wenn da Blockaden sind, ne? Und die Strömung, die fließt vielleicht nur an den Scheiben entlang. Und das ist auch ein richtig großer Vorteil von künstlichen Materialien. Da empfehle ich, wie gesagt, eigentlich immer im Unterbau auf genau solche Materialien zurückzugreifen. Wenn man Lebendgestein benutzen möchte, dann eben hauptsächlich im Abschlussbereich, da wo Licht und Strömung ist. Und da kann man natürlich auch Lebendgestein gut pflegen. Zum Lebendgestein nochmal, das ist auch so eine Sache, die hat sich durchaus gewandelt. Das ist einerseits gut, allerdings hat es auch Nachteile. Früher wurden tatsächlich ganz übel Lebendgesteinbrocken aus dem Riff rausgeschlagen. Das ist natürlich eine immens invasive Sache. Und das wurde Gott sei Dank dann auch ziemlich schnell eingestellt oder verboten, was mittlerweile aber trotzdem noch gemacht wird. Also es ist klar, Lebendgestein kommt aus der Natur. Das sind dann hauptsächlich so Sandzonenriffe, wo der Korallenbesatz nicht mehr so hoch ist. Es ist dann hauptsächlich eigentlich so ein Algengebiet, ne? Also Flachwasser, und das sieht man dann auch auf dem Lebendgestein, was wir heute bekommen, wachsen extrem viele Algen. Das sind durchaus hübsche Algen, ne? Keine Frage. Das sind Rotalgen, Braunalgen, Grünalgen drauf. Natürlich auch Kalkrotalgen, die wir gerne haben. Aber es ist natürlich erstmal ein ganz anderer Organismenbesatz als den wir nachher haben. Und es ist manchmal tatsächlich nicht ganz so leicht, so eine Rotalge davon zu überzeugen, zu verschwinden, weil man eine Koralle hinsetzen will. Ne? Und das muss man auch beachten, dass man, wenn man hauptsächlich mit solchem Gestein arbeitet, dass man möglicherweise diese klassische Algenphase tatsächlich auch wieder hat, einfach weil sie auf den Steinen drauf ist, ne? Oder weil die auf den Steinen drauf sind. Und das führt mich jetzt zu diesem schon angesprochenen Lebendgestein-Refugium. Wenn man nämlich ein Refugium pflegen möchte, dann ist das wiederum eine ganz spannende Sache, dass man sich so ein Gestein nimmt, wo eben nicht nur Bakterien und Mikroben drauf siedeln, sondern eben halt auch schöne Makroalgen, und die kann man dann in einem, ich nenne es Lebendgestein-Refugium, sehr gut pflegen. Wichtig ist halt nur, dass man eben halt auch dann nicht die Steine wahllos einfach nur reinwirft, eine Lampe drüber hängt und sagt, so, ist gut, jetzt guckt, wie ihr klarkommt. Da gehört dann schon ein bisschen mehr dazu. Also für mich ist das eigentlich immer Voraussetzung, dass Lebendgestein von oben als auch von unten beströmt wird. Das heißt, man hat im Refugium auf jeden Fall irgendein Gestell, zum Beispiel aus Lichtrasterplatten, wo man die Steine drauflegt und dann auch nicht stapelt, sodass sie sich gegenseitig groß berühren oder abschatten, sondern wirklich, wie man es mit Korallen auch macht, dass man die nebeneinander platziert. So kriegt eigentlich jeder Stein überall Strömung hin, er bekommt Licht hin, er wird beleuchtet und überall kommt das Licht hin, und damit kann man solche Lebendgesteinplatten oder Brocken, je nachdem, was man bekommt, wirklich über lange Jahre pflegen und hat dann auch Freude an den Aufwuchsorganismen, die sich dann auch außerhalb des eigentlichen Aquariums dann entwickeln können. Was wir, wie gesagt, im Aquarium selber eigentlich ganz ungern haben, dass wir eben zum Korallenwachstum dann auch noch konkurrierendes Algenwachstum bekommen. Also, das ist, wie gesagt, ich sage jetzt mal, teils historische Entwicklung, aber teils auch die ich funktionell eigentlich auch für wichtig hielt und nach wie vor halte, dass man eben im Unterbau künstliches Material benutzt, möglicherweise, wie gesagt, auch komplett nur künstliches Material benutzt, und wenn man dann mit Lebendgestein arbeitet, dass man das auch nur im Abschlussbereich hat, wo man es langfristig pflegen kann. Ich, wie gesagt, arbeite eigentlich gar nicht mehr mit Lebendgestein, außer eben zum Beispiel dann in Lebendgestein-Refugien, wenn man das möchte, aber im Aquarium selber versuche ich eigentlich Lebendgestein außen vor zu lassen, weil man wiederum natürlich auch weiß, mit Lebendgestein kommen dann auch Organismen rein, die für die Korallenpflege schädigend ist, ne? Also ob das jetzt Parasiten sind, ob das Borstenwürmer, Kieferwürmer sind, alles Mögliche, was man natürlich an Krabben dann auch, an räuberischen Krabben nicht unbedingt haben möchte, und da ist man eigentlich mit jedem künstlichen Gestaltungsmaterial safe. Das Risiko geht man eben immer ein. Oder Glasrosen, Alptasien, ne? Oder andere Anemonen, die sich ziemlich unkontrolliert ausbreiten. Das ist, wie gesagt, auch für mich ein Hauptgrund, eigentlich auf Lebendgestein zu verzichten, beziehungsweise es in einem Lebendgestein-Refugium zu isolieren. Habe ich was vergessen? Ich glaube eigentlich nicht, dass so das, was ich zu dem Thema eigentlich sagen wollte.
Wie gesagt, so als Corona-Quarantäne-Überbrückungsvideo war das jetzt der erste Teil. Ich versuche sowas jetzt nochmal vielleicht zu machen in den nächsten Tagen. Muss mal gucken, wann ich dazu komme, weil wie gesagt, ihr bestellt im Moment wahnsinnig viel und da muss ich natürlich auch gucken, dass wir hier vorankommen und alles rauskriegen. Aber sobald ich Zeit habe, versuche ich dann auch so ein bisschen YouTube zu füllen mit so spontanen Videos und ich gucke mal, was mir morgen oder übermorgen für ein Thema einfällt. Und dann melde ich mich wieder und bis dahin bleibt gesund. Gute Besserung und passt auf euch auf. Bis dann, ciao.